Es klingt nach Spiel, doch die Gefahren sind real. Andere haben für ihre Aktivitäten im Internet teuer bezahlen müssen. Huang Qi ist einer der bekanntesten Cyberdissidenten Chinas. Er saß jahrelang im Gefängnis, weil er eine Homepage betrieb. Auf seiner Seite Tianwang konnten Leute nach vermissten Personen suchen. Am 31. Mai 2000 veröffentlichte ich auf meiner Homepage den Brief einer Mutter, die der Polizei vorwarf, ihren Sohn zu Tode geprügelt zu haben. Weiter publizierte ich ein Bild des toten Sohnes. Nur 60 Stunden später wurde ich verhaftet. Heute begegnet Huang Qi seiner Vergangenheit mit einem Lächeln. 5 Jahre war er im Gefängnis. 3 davon musste er auf dem Boden schlafen, mit gefesselten Händen und Füßen. 2004 erhielt er von Reporter ohne Grenzen den Cyber Freedom Award. Seit 2 Jahren ist Huang Qi wieder frei. Mundtot hat er sich nicht machen lassen. Er eröffnete wieder seine Seite Tianwang, die von der Regierung umgehend gesperrt wurde. Um sie zu erreichen, muss man den Golden Shield durchbrechen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Doch bei keiner ist der freie Internetzugang von Dauer. Pikide könnte das ändern. Bis heute gibt es keinen guten Weg, um die Internetblockade zu durchbrechen. Aber diese Methode der Schweizer Künstler umgeht die Zensur mit einer solchen Leichtigkeit, wie man es nur sehr selten sieht. Pikide als Fenster zur Welt. Es funktioniert ohne zusätzliche Programme und verlangt vom Benutzer keine technischen Kenntnisse. Aus diesem Grund ist Pikide für Huang Qi besonders attraktiv. Denn seine Seite ist ein Netzwerk für die kleinen Leute von der Straße. Für jene, die keinen eigenen Computer besitzen. Die Schweizer Methode funktioniert auch in Internetcafés. Denn man muss keine Software installieren. Jeder kann sie benutzen. Das ist wirklich einzigartig. Diese Technik wird einen revolutionären Effekt haben.